Jetzt haben wir hier einen asiatischen Kollegen. Die erkenne ich vom Namen meist schlecht wieder. Es sei denn, es ist sehr prägnant und sehr kurz. Hier ist es sehr lang und sehr unprägnant. Deswegen kann ich auch hier nichts zur üblichen Spielweise sagen. Was mir aber, was ich schon mal gesagt habe, was oft der Fall ist, ist tatsächlich, dass die asiatischen Kollegen hier oftmals eher defensiver stehen, ja. Okay, Giant Specialist, damit könnte man pushen. Das ist halt solider insgesamt. Oh, Quick Supply, Supply Specialist. Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich nehme den Supply Specialist. Jetzt habe ich hier heute tatsächlich, bei den Games, die ich hier davor gemacht habe, mich tatsächlich immer defensiv aufgestellt. Ne? Das kennt man so von mir eigentlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das hier machen. Er hat jetzt hier Cost Control. Wie möchte ich mich hier aufstellen? Möchte ich hier reinpushen oder nicht? Können wir vielleicht diesen kleinen aufkommenden Trend an Phönixen mal spielen? Ich glaube, ich stelle mich hier mal defensiv auf. Und die stellen wir, ja, die stellen wir hinten hin, dass sie ein bisschen später kommen. Hier ist jetzt immer die Frage, was nimmt man dazu? Eigentlich braucht man ein bisschen Wumms gegen die Tarantulas, ja. Aber Marksman dazu zu nehmen in der ersten Runde fühlt sich meist richtig, richtig schlecht an. Kann man machen. Ich bin aber viel größerer Fan davon, etwas zu holen, was man eh braucht. Und das sind hier definitiv die Fangs. Ich werde jetzt hier höchstwahrscheinlich die Runde verlieren gegen die Tarantulas. Aber dafür habe ich hier schon mal wesentlich mehr Chaff gleich. Ja? Und ist es fragwürdig, wie stark jetzt zum Beispiel dieser Marksman hier ist. Wobei, er hat ja einmal Crawl, einmal noch Marksman geholt, ja. Okay. Und eventuell klebt er ja hier auf den Tank und geht nicht da drauf. Tja, zu früh gefreut. Und jetzt können wir vielleicht sowas wie Phönixe gehen. Ich meine, er hat ja schon angefangen mit Marksman. Phönixe mit Reichweite dazu. Meist wartet man ja sowieso einen Drop-Up, ja. Das heißt, hier in der Situation, wenn ich sehe, er ist hier auch auf dem Boden so stark, was könnte ich holen, was gut ist, bietet sich halt Artillerie noch mit an, ja. Okay. Wir haben hier aber direkt Level 2 Phönixe. Die Phönixe schlagen alles, was sich dort befindet. Das heißt, ich nehme hier tatsächlich einen Phönix. Und die stelle ich, glaube ich, sogar hier außen auf. Wäre natürlich doof, wenn er mich hier irgendwie abzieht, aber das könnte ich ja dann bekämpfen. Und wir machen das jetzt einfach mal. Das hatte ich in diesem Spiel ja hier nicht angekündigt. Aber nochmal zur Info. Ich habe relativ viele Games geobst und da habe ich gesehen, dass hier der Trend wieder da ist, Phönix zu spielen mit Reichweite und Elite-Marksman. Einfach aus dem Grund, da ja das Anti-Air genervt wurde vom Fortress. Und so kann man die halt outrangen, ja. Also wesentlich schneller auch schon. Ich glaube, ab Level 2 ist das der Fall. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Kann natürlich sein, dass die jetzt hier ewig an Schaff hängen bleiben, ja. Wir müssen auch super schnell Level 2 hier ausgeben. Bisschen ärgerlich, dass die jetzt hier nicht auf der Seite sind, wo das Rhino ist. Weil das Rhino wird sich jetzt hier durchschnetzeln. Hier braucht man halt super guten Schaffclear und meist nimmt man da Vulcans dazu, ja, dass die die Phönixe hier halt dann gut arbeiten können. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen stallen, dass der bitte fällt. Das wäre ganz hervorragend, ja. Oh, der hat knapp überlebt. Gucken wir mal. Debuff lass nach. Oh, er schießt auf den, aber er ist Level 2. Komm. Komm auf den. Ach. Es will nicht. Feuer. Feuer ist in dem Sinne hervorragend, weil wir natürlich auf R gehen wollen.
Dann stellen wir, denke ich, direkt nochmal einen Phönix auf. Hier nochmal Schaff. Und da dann lieber Fangs, wenn wir Richtung Feuer und Öl gehen, ja. Könnt jetzt hier auch einmal Öl kaufen und es ihm hinlegen und mit Feuer einfach abwarten. Eine Runde wäre eine Möglichkeit. Machen wir das doch mal. Und legen das ihm hier hin. Ich denke, wir können das sogar ein bisschen weiter rechts hinlegen. Ja. Die Fängs müssen wir hier gar nicht so in die Ecke stellen. Die stellen wir mehr hier so an den Rand. Möchte ich hier schilden gegen feindliches Feuer? Könnte man machen, muss man nicht. Grade ich den ab, dass die nochmal einen Schuss hier mehr aushalten? Kann man machen, muss man nicht. Schwierig zu sagen. Der würde ja auch nie durch ein Schild durchkommen, wenn ich hier ein Schild stelle. Stell mal hier ein Schild. Die 100 hätte ich jetzt natürlich auch anders investieren können, aber mal sehen. Okay, er holt hier Wespen. Wie so ein Regiment Wespen ist meist nicht so schlimm. Da können die Phönix auch arbeiten. Ich habe jetzt hier natürlich keine Range ausgegeben, ja. Brauche ich dann noch. Und mein Schaff hier ist halt auch noch nicht der Beste, ja. Aber nächste Runde kann ich es einfach anzünden. Und mein Schaff fungiert ja auch ein bisschen als Anti-Schaff. Und dann habe ich ja diese Feuer-Öl-Kombination fürs spätere Spiel nochmal. Also die Marksmen sind eigentlich das Einzige, was hier Schaden auf dem Schild macht. Und das heißt, ich kann dir die Runde wahrscheinlich sogar so holen auf diese Weise. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das sind Fangs, ja. Okay. Ja, und Level sind halt super wichtig auf den Phönixen. Weil dann kann man sogar, musste ich gestern ein 2 vs 2 erfahren mit Hawk. Da macht sogar ein Orbital nichts mehr aus. Weil die können dann zigmal getroffen werden, vor allem wenn man dann Schilde vergibt. Also ich habe hier auch kein... Oh, nochmal Öl. Oh. Es tut aber schon weh, oder? Ich meine, ich nehme das halt. Will ich dann hier überhaupt mein Feuer ausgeben? Dann warte ich lieber noch eine Runde. So, Reichweite gebe ich aber jetzt aus. Ja, ich habe hier keinen Shard Shot drin, ja, wie ihr seht. Ich möchte dann wirklich hier Elite drücken, direkt. So. Wenn ich hier so viel Öl habe und ich habe mein Feuer hier noch, könnte ich eigentlich immer androhen, mit Artillerie Feuer zu verursachen. Und das mache ich auch. Bisschen mehr innen, dass die hier nicht außen abgezogen wird. Zünde ich es hier direkt an. Ich glaube, ich muss es nicht mal. Das war eigentlich ganz gut. Ich heb mir das nochmal auf. Ich sehe ja auch dann, wo er jetzt schildet, weil ich ja nochmal Öl habe. Stelle ich hier noch ein Schild, müsste ich einen Kredit ausgeben, mache ich nicht. Stelle jetzt hier das Schild, okay, okay. Und das ist das Gute, ja, während so einer Öl- und Feuerrunde auch Artillerie zum Beispiel zu spielen, weil der Gegner dann schildet, höchstwahrscheinlich, ja, hier. Hm. Und dann macht man halt extra die Artillerie, um die Schilder halt zu kontern, ja. Und jetzt habe ich mein Feuer immer noch, kann das hier dann anzünden. Er muss dann wieder schilden. Hoffentlich gehen die Schilde ja kaputt. Ich habe ja auch Reichweite ausgegeben auf meinen Phönixen. Das einzig Doofe ist, ich habe jetzt hier keine Level 2 Phönixe. Die müssen wirklich mal leveln, weil die machen hier wirklich zu wenig Schaden. Ja, und jetzt mal hier mein Anti-Chuff weg. Und wenn die hier Level 2 wären, wäre der hier jetzt schon tot. Crawler sind auch noch ein Problem. Also vielleicht spiele ich auch einfach Vulcans davor. Vielleicht kommen sie auch noch als Drop. Ah, kommt, kommt, kriegt die noch hier. Ah, Mist. Aber könnte noch okay ausgehen für mich. Diese paar Crawler hier, die nerven so. Die rennen hier tatsächlich durch, ja.
So, das hier sind Hero Fangs. Die sollen hier natürlich den einen Marksman ewig abhalten. Hat nicht ganz geklappt. Dafür killt die Artillerie alles und das Schild steht immer noch. Warum habe ich eigentlich so viel Schaden genommen? Okay, kein Vulcan. Ich meine, er wird hier höchstwahrscheinlich... Aber Scorpions kann er auch nicht gut gehen. Ich könnte halt Scorpions auf dem Boden spielen und dann verkaufen. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch die verkaufen. Ist das nicht einträglicher? Nee, die kosten nur 200, die 300. Bin mir gar nicht sicher. Könnte ich verkaufen alles. Wenn der Wespen spielt, würden die mir wahrscheinlich mal was nützen. Ich meine, er könnte mal sowas wie Wespen probieren, oder? Dann stelle ich mir die irgendwie in die Flanke hinten. Also ganz hinten rein. So, dann hatte ich gesagt, die auf jeden Fall appen. Und eigentlich Vulcan. Ich würde es jetzt versuchen, mal anzuzünden. Weil ich brauche es ja dann eventuell auch wieder. Das ist der nächste Nachteil. Er wird das hier, denke ich, schilden. So, spiele ich jetzt gleich einen Vulcan. Hole ich noch ein bisschen mehr Chaff. Könnte auch noch ein bisschen mehr Chaff holen. Das ist halt auch Anti-Chaff. Hier kann man auch Reichweite drücken, grundsätzlich. Ich glaube, ich hole noch mal mehr Phönixe. Kann man, denke ich, auch nochmal ein Schild stellen. Und dann könnte ich mir Geld aufheben für nächste Runde. Mein Vulcan-Play. Minen. Da sind die Mustangs ganz gut. Die müssen die Minen unbedingt wegholen, weil sonst halten sich die Phönixe mit Minen auf. Was nicht so toll ist. Elite muss ich ja auch noch ausgeben auf den Phönixen, ja. Gut. Ich meine, diese Runde hat es halt besonders gut funktioniert, ja. Nächste Runde ist das halt nicht der Fall. Tank Production Line ist, denke ich, ganz gut. Nochmal zur Ablenkung. Ich könnte ihm auch das hier alles rausnehmen mit einer Javelin. Das macht es für ihn halt auch super schwer, ja, hier irgendwie was zu reißen. Andererseits Tank Production Line ist eine Tank Production Line. Die können wir, denke ich, verkaufen. Er hat ja hier Raketenabwehr. Kann das sein, dass er... Ja, das wird er nicht Javelin, oder? Niemals. Stellen wir den eher hier hin oder in die Mitte? Können noch einen holen. Oh, die muss ich aber upgraden. Bei dem will ich Elite geben. Gehen wir gleich einen Kredit aus für Reichweite auf den Vulcans. Kann man machen. Muss man nicht. Nochmal Chaff in der Mitte. Okay, gucken wir mal. Also ich will unbedingt die Reichweite auch noch haben. So, jetzt beginnt er. Ja, ich hoffe, jetzt sterbe ich hier nicht. Weil er beginnt jetzt hier mit Anti-Air. Und das heißt, ich muss jetzt hier Elite drücken. Vielleicht hätte ich das diese Runde direkt machen müssen. Ich habe ein bisschen wenig Leben, leider. Das heißt, wenn ich jetzt hier dadurch verliere, dann ist es halt meine Schuld, dass ich das nicht rechtzeitig getan habe. Schauen wir mal. Hoffentlich vernichtet mich hier nicht so eine Salve. Aber diese Minen nerven schon, ne? Sind dolle ablenkend. Hier immer mal, wenn halt ein so ein Schuss von so einem Phönix, der ist ja relativ viel wert. Ja,
Aber das ist hier gut. Ich dachte ja sogar, ich verliere die Runde und ich habe sie sogar gewonnen. Na, eigentlich Elite und jetzt habe ich auch schon wieder Öl. Und ich habe eine Smoke und ich habe nochmal Steelboy Production. Ich brauche Ablenkung. Das heißt, ich werde das hier machen. Dann werde ich Öl legen. Wo lege ich das Öl? Das kann ich, denke ich, hier legen. Relativ weit vorn. Das wird dann direkt anfackeln. Habe ich eigentlich hier jemals? Ja, das war das Öl. Hier nochmal ein Schild. Hier jetzt auf jeden Fall Elite. So, wir geben auf jeden Fall auch noch einen Kredit aus. Und zusätzlich nochmal Reichweite. So, 170 Reichweite hat doch das, jetzt haben wir hier 185 und das hat, wie viel? 170. Okay, das sollte eigentlich klappen. Das heißt, jetzt stimme ich hier nochmal einen Vulcan hin. Ah, hier habe ich jetzt keine Reichweite drauf. Kann ich noch was verkaufen? Ja, die Artillerie. Reichweite. Gut, gut. Und, ah Mist, die habe ich nicht gelevelt. Das ist aber auch ein Chaos hier. Kann ich hier noch eine Rakete machen, falls hier zu was nah rankommt? Die muss ich halt leveln, ja. Die auch. Wäre so wichtig gewesen. Aber noch ein Vulkan mehr ist, denke ich, auch wichtig. Hier hätte ich auch schilden müssen. Wegen Smoke. Hätte ich dran denken sollen. Normalerweise sollten die Raketen jetzt hier nichts ausmachen. Im späten Spiel würde ich denen vielleicht auch einfach nur noch mal Reichweite hier hinten geben. Könnte man machen. Dass die sich um die Minen kümmern. Aber die Spawns hier kümmern sich auch um die Minen. So, der in der Mitte. Sorgt der für genügend Schaft hier? Bin mir nicht ganz sicher. Die Wespen nerven ein bisschen. So, es kommen Raketen ran. Aber es ist keine Katastrophe. Hätten halt nur mal ein Level gebraucht. Hier auf der anderen Seite ist er aber durch, leider. Der Vulcan geht auf den. Jetzt kriege ich hier noch einen Debuff. Schade. Oh, er hat viel zu viel Fortus übrig. Oh, jetzt sterbe ich hier. Wäre so schade. Weil ich dachte eigentlich, meine Karten sind hier ganz gut, aber scheinbar nicht, oder? Bin ich tot? Nein. Bin ich nicht. Wie können wir das jetzt hier noch verbessern? War die Smoke so schlimm? Nehmen wir lieber dreimal Steel Balls dagegen als einen großen Melter. Ich glaube nicht. Ich glaube, man nimmt hier trotzdem großen Melter, oder? Die Steel Balls sterben auch gegen diese ganzen Raketen. So, ich glaube, ich muss das hier so machen, oder? Dass der Chaff hier durchläuft und dass es nicht schilden kann. Das heißt Hälfte, Hälfte. Dann auf jeden Fall Reichweite. Die muss ich leveln. Wahrscheinlich sollte ich denen sogar noch ein Schild geben. Dem muss ich eigentlich noch Reichweite geben. Dann muss ich aber noch einen Melter bauen. Baue ich hier lieber noch mal einen Melter? Oder war das Kleinvieh eigentlich das Problem? War nicht eigentlich das Kleinvieh das Problem? Sollte ich hier nicht eher noch zwei Vulcans haben, die von später kommen? Oder gehe ich dann halt unter gegen feindliche Melter? Das ist das große Problem. Ich glaube, ich muss die Melter gegen feindliche Melter bauen. Leider. Also denke ich. Ich stelle mich mal hier so hin. Hier fehlt auch noch Schaff, ja. Oh, oh. Jetzt bin ich nicht mehr so optimistisch. Vielleicht hätten die ja halt alle Level 3 gebraucht, ja. Er hat einen Melter da hinten hingestellt. Vielleicht ist aber auch der Smoke hier das Problem. Eigentlich, wenn ich seine Bomben töte, dann sprengen seine Bomben das alles hier.
Vielleicht hätte ich aber auch nochmal Schilde gehen sollen. Wobei, ich bleibe eigentlich relativ weit weg. Hm. Okay, es klappt. Ja, Schilde und auch EMP auf den Phönixen ist nicht schlecht. Oder wäre nicht schlecht. Ah, ich konnte es jetzt hier nicht für mich entscheiden. Schade. Okay, Orbital. Ja, das heißt, hier fällt mir die Wahl leicht, weil hier muss ich Schilde spielen. Ja, da, das geht gar nicht anders. Reichweite und Schilden. Wo mache ich das? Eher hier? Eher hier. Hier ist ein bisschen mehr. Schilde ich. Mache ich das hier? Mache ich das hier? Hier stirbt potenziell dann schon viel. Hier ist aber auch der Melter. Mach's mal so, dass er nicht schilden kann. Hab ich den noch Reichweite? Unsicher. Dem noch ein Level. Ja, dem ein Level, dass er noch ein bisschen was aushält. Hier noch eine Rakete. Ich denke, das passt so. Ich denke, auch die Tanks muss man hier nicht unbedingt verkaufen. Die lenken auch noch ganz gut mit ab. Kommt jetzt drauf an, wie gut ist das Orbital jetzt hier gegen. Normalerweise. Oh, nein, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich hätte unbedingt das Defense-Upgrade drücken müssen. Oh, das kann ich noch machen. Schnell das noch. Wisst ihr, warum das so essentiell ist? Jetzt haben die hier über 3000 Leben. Und 3000 Leben macht einen Schlag. Das heißt, jetzt halten die 1, 2, 3 Orbital-Treffer aus. Oder noch mehr, weil das Schild ja auch das nochmal hat. Oh, das war sowas von entscheidend. Also selbst wenn ich jetzt hier verliere, das müsst ihr euch mal merken. Man muss das unbedingt drücken, das Upgrade. Er hat noch mehr Melter mit EMP. Die sind hier sehr stark. Hätte ich vielleicht EMP drücken sollen auf meinen... auf meinen Phönixen. Ist hier noch Chaff davor? Das wundert mich ein bisschen. Bin ich schon auf ihm drauf? Ja. Gut. Das wäre aber fast noch schief gegangen. Also ich sag nicht... okay, man könnte es theoretisch im Replay danach austesten, ob das fatal gewesen wäre, ja. Aber es wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen. Okay. Nochmal hier ordentlich geschwitzt zum Ende. Ich denke, wir gucken gleich mal, wie sich es hier ausgewirkt hat. 11 Punkte dazu und wir haben nicht ganz die 2000 geknackt, aber hier 1994, das ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich meinen. Wir gucken auch nochmal hier auf das Leaderboard, wenn sich's denn mal aktualisiert. Und zwar, ja genau, jetzt hier auf Rang 6 in der deutschen Division und ich gucke nochmal auf der Welt. Da gibt es natürlich sehr viele, die hier sehr weit oben sind, 69 jetzt hier.